Hi und willkommen zu diesem Video. Ich bin Patricia und heute verabredet mit zwei Studierenden von der Kölner Journalistenschule. Es geht darum, die Menschen zu informieren und es geht darum, die öffentliche Willensbildung zu ermöglichen. Diese Problematik Fake News und Verschwörungstheorien und so weiter, was jetzt in den letzten Jahren aufkam, da braucht man eben wirklich Spezialisten, die wissen, wie überprüft man Fakten oder welche Quellen muss ich heranziehen für meine Recherchen. Und da ist es manchmal einfach wichtig, ein bisschen Fachwissen im Hintergrund zu haben. Dass man eben jeden Morgen zur Arbeit erscheint und nicht weiß, was der Tag bringt. Ich glaube, das stimmt auch zu einem gewissen Teil. Aber natürlich ist es so, dass man schon ja sich irgendwie so seine Nische oder seinen Bereich sucht. Wie in so vielen anderen Berufen gibt es auch in den Journalismus nicht nur den einen Weg in die Branche. Wir wollen heute klären, wie das Studium so abläuft, was eigentlich ein Volontariat ist und wo man später als Journalist alles arbeiten kann. Lasst uns doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Kommt gerne mal mit rein. Hallo ihr zwei, schön, dass wir heute bei euch hier zu Gast sein dürfen. Vielleicht magst du dich ja schon mal vorstellen, Charlotte? Hallo, ich bin Charlotte, ich bin 27 Jahre alt, wohne in Köln. Ich bin hier fürs Studium hingezogen und bin Teil des 2018er Jahrgangs an der Kölner Journalistenschule. Genau, und Helge? Mein Name ist Helge, ich bin 24 Jahre alt, komme ursprünglich aus Minden, bin dann fürs Studium auch hier nach Köln gezogen und bin genau wie Charlotte auch im 2018er Jahrgang der Kölner Journalistenschule. Ja, das ist eigentlich schon mal so meine erste Frage. Was war eigentlich so euer erster Beitrag, den ihr jemals so verfasst habt? Oder genau? Also mein erster Beitrag, glaube ich, war in meinem ersten Lokalpraktikum, das ich noch in Minden gemacht habe, wurde ich losgeschickt, um ein Fußballturnier eine Reportage drüber zu machen. Und das war an einer Mädchenförderschule. Und da hatte ich, ich glaube, das war an meinem zweiten Tag und ich hatte keine Ahnung, wie ich das mache, aber irgendwie war der Anstoß in der Redaktion, ja, Helge macht das, der fährt da jetzt mal hin und dann berichtet er darüber. Und irgendwie habe ich es tatsächlich auch geschafft. Charlotte, wie war es bei dir? Ja, ich habe mal so nachgedacht und mein erster Beitrag war tatsächlich, ich glaube, so in der 6., 7. Klasse. Das war eine Kooperation mit der Rheinischen Post und ich habe mit meinen zwei besten Freundinnen über so einen Segelflughafenstreit bei uns in der Heimat berichtet. Und dafür haben wir unsere Eltern interviewt. Das war auch ganz lustig. Ja, und eigentlich ist das jetzt ja eigentlich auch schon Journalismus. Dieser Begriff ist ja jetzt so gar nicht so richtig geschützt. Gibt es denn da irgendeine konkrete Definition? Also Helge, weißt du jetzt irgendwie so, wo man sagen kann, okay, ab dann ist es Journalismus, ab dann ist man Journalist? Ich bin mir sicher, dass es eine sehr genaue Definition vom Journalismus auch gibt. Wenn ich mich jetzt dran versuchen würde, würde ich so sagen, es geht darum, die Menschen zu informieren und es geht darum, die öffentliche Willensbildung zu ermöglichen. Das ist letztlich so der Antrieb und das kann eben über ganz verschiedene Formate erfolgen, übers Fernsehen, über die klassische Zeitung, über soziale Medien oder übers Radio. Und ich glaube, dass das letztlich einen Journalisten auszeichnet, dass er eben versucht, objektiv, so objektiv wie möglich, an eine Sache heranzugehen, die Fakten berichtet und dadurch die Menschen informiert. Ja, und wie seid ihr jetzt so selbst so dazu gekommen? Wie hat sich bei euch dieser Berufswunsch eigentlich entwickelt? Also Charlotte, wie kamst du jetzt eigentlich nach diesem ersten Beitrag dazu zu sagen, ja, das möchte ich auch für meine Zukunft machen? Ja, das war so eine längere Entwicklung. Also ich habe immer gern mit Sprache gearbeitet und wusste auch nach der Schule, dass ich das machen möchte, mit Sprache weiterarbeiten. Dann habe ich aber erstmal Medien- und Literaturwissenschaft studiert, weil ich auch gar nicht richtig wusste, wie könnte ich Journalistin werden oder dieser Wunsch war noch nicht so konkret da. Und dann habe ich durch meinen ersten Studentenjob gemerkt, da habe ich Pressespiegel erstellt für ein Unternehmen und da habe ich halt Zeitungsartikel zusammengesammelt und in so eine Übersicht gepackt und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich möchte diese Artikel eigentlich selber schreiben und genau so hat sich dann der Wunsch entwickelt und dann habe ich auch angefangen in der Online-Redaktion einer Lokalzeitung zu arbeiten. Und Helge, wie war das bei dir? Bei mir war es so, also ich habe schon immer total gerne geschrieben und gelesen, also wirklich von der ersten Klasse an. Und ich habe in der ersten Klasse zum Beispiel auch schon so angefangen, dann irgendwelche Aufsätze zu schreiben, Harry Potter-Geschichten selber weiter zu erfinden und sowas. Und hatte dann erst so, glaube ich, so ein bisschen den Ansatz, ich will eigentlich Schriftsteller werden, so um eben auch sowas schreiben zu können. Mir wurde dann aber irgendwann mal von jemandem gesagt, dass ja Schriftsteller gar nicht so ein klassischer Beruf ist. Also das machen Leute vielleicht nebenher oder so, aber eigentlich ist das jetzt nicht so das, was viele Leute hauptberuflich machen. Und stattdessen könnte ich doch aber Reporter werden, weil da würde man ja auch den ganzen Tag schreiben.
Und ich glaube, das hat mich dann so mein ganzes Leben immer so ein bisschen begleitet. Und dann habe ich eben nach der Schule ein erstes Lokalpraktikum beim Mindener Tageblatt gemacht und bin darüber dann immer weiter reingegangen. Ich hatte zwischenzeitlich sogar auch noch bei einer Schülerzeitung was gemacht. Die ist allerdings nach, ich glaube, 3 Auflagen leider pleite gegangen. Aber das war auf jeden Fall die ersten Schritte, die ich gemacht habe. Jetzt seid ihr ja hier, macht euer Studium. Und wie läuft das Studium so eigentlich ab? Also vielleicht kannst du ja erzählen, Helge, was macht ihr da eigentlich so im Studium? Genau, also wir sind beide an der Kölner Journalistenschule für Wirtschaft und Politik. Das ist tatsächlich sogar eher eine Ausbildung. Es ist so, dass wir letztlich Studium und Ausbildung dann kombiniert haben. Das heißt, wir haben die Ausbildung insgesamt dauert 4 Jahre und im ersten Jahr haben wir so eine Kompaktausbildung, könnte man sagen, wo man jeden Tag ganz klassisch in einem Klassenzimmer sitzt und verschiedene Seminare zu journalistischen Themen hat. Und ab dem dritten Semester beginnt es dann, dass man an der Universität zu Köln noch ein weiteres Studium dazu nimmt. Also einen ganz klassischen Bachelor oder wie bei Charlotte einen Master. Und ich zum Beispiel habe dann Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaft genommen als Studium. Und währenddessen läuft aber die Ausbildung an der Journalistenschule weiter. Das heißt, man hat dann eben Überschneidungen zum Teil, aber irgendwie lässt es sich dann doch immer miteinander kombinieren. Mhm. Und Charlotte, also welche Fächer hast du da jetzt so? Ich habe den Master Medienwissenschaft gewählt, weil ich ja im Bachelor auch Medienwissenschaft studiert habe und dann konnte ich das auch so anschließen. Und da haben wir auch immer wieder Seminare, die irgendwie mit Wirtschaft und Politik und Entwicklung im digitalen Journalismus zu tun haben. Von daher hat man da so eine gute theoretische Ausbildung auch nebenbei. Ich habe dann nicht so krass diesen Wirtschaftsfaktor drin, aber über die Schule und die Beiträge, die wir schreiben, habe ich mich auch immer mehr damit beschäftigt. Und an der Schule selber ist es eben so, dass man da relativ viel Praxis dann im Vergleich zum Studium eben hat. Also im ersten Jahr, was hatten wir da? Wir hatten sowas wie, gut, das ist jetzt Medientheorie, war dann eher theoretisch, aber man hat ganz klassisch Nachrichten und Berichte schreiben. Man hat, wie redigiert man, also wie schreibt man letztlich Texte um und wie macht man sie lesbarer. Wir hatten Medienrecht als Fach. Was hatten wir noch alles? Reportage. Ja. Features, Rundfunk, Film und Fernsehen, ein bisschen Videoschnitt und sowas. Also ein sehr großes Rundumpaket, was man dann auf Dauer mitnimmt. Also auf jeden Fall auch sehr viel Praxis. Mhm. Wie groß ist der Anteil davon? Also ist das so 50-50 oder ist es schon jetzt noch ein bisschen mehr Praxis sogar oder weniger? Also wie würdet ihr das sagen? Also im ersten Jahr haben wir ja die Vollausbildung, da studieren wir noch nicht nebenbei. Und da würde ich fast sagen, es ist mehr als 50% Praxis, weil man wirklich viel schreibt und viel unterwegs ist auch, vielleicht so 70-30 vom Anteil her. Also das ist auch cool, dass man wirklich so ein bisschen reingeworfen wird und einfach mal schnelle Deadlines hat und auch abends nochmal einen Text schnell abgeben muss oder so, einfach weil man dann auch gut auf die Praktika vorbereitet wird, die dann während der Ausbildung kommen und so eine gute Grundausbildung bekommt. Gibt es denn jetzt für das Studium jetzt einen konkreten NC oder einen Eignungstest, dass man mit dem Studium so anfangen kann? Also ein NC gibt es nicht. Ich glaube, ein Abiturabschluss ist vorgesehen. Es ist so, dass man hat so ein zweistufiges Verfahren. Das heißt, als erstes muss man den Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben zu dem klassischen Thema, warum ich Journalist werden möchte, schicken. Und wenn man das dann, wenn die das gut gefunden haben, dann laden die einen ein und dann hat man, bei uns war das ein 2-tägiges Wochenende, wo man dann 6 verschiedene Sachen insgesamt durchgemacht hat. Ich glaube, einen Reportagetest, einen Kommentartest, einen Verbalisierungstext, also man hat ganz viel Nachrichten bekommen und musste sie zusammenkürzen, einen statistische Datentest, wo man eben ganz viel statistische Daten bekommen hat und die zu einer Nachricht schreiben musste. Und ein Allgemeinbildungstest auch noch, der von allen, glaube ich, am schlimmsten immer bewertet wurde. Und dann noch ein ganz klassisches Bewerbungsgespräch mit der Schulleitung. Und das basiert jetzt erstmal alles auf dem Wissen aus der Schule? Oder ist das, bereitet ihr euch dann nochmal extra dafür so vor für diesen Allgemeinwissenstest? Oder ist das alles noch so auf diesem Schulwissen basierend? Also ich weiß noch, damals habe ich sowas wie die Minister und sowas noch auswendig gelernt, um so ein bisschen Allgemeinwissen nochmal draufzulegen. Aber grundsätzlich ist der ganze Test darauf ausgelegt, dass man ihn wirklich komplett einfach nach der Schule machen kann. Also wir hatten auch viele bei uns im Jahrgang, die eben direkt aus der Schule gekommen sind, die keinerlei Vorerfahrung im Journalismus bisher hatten, sondern wirklich ganz frei, weil sie eben Interesse daran hatten, hier hingekommen sind. Welche andere Wege gibt es denn dann eigentlich noch so in den Journalismus? Also ich glaube, das ist vielleicht auch so das Tolle am Journalismus. Es gibt eben nicht den einen Weg, den man gehen kann. Wir sind jetzt eben beide über die Journalistenschule letztlich reingekommen.
Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die einfach über ein Studium reinkommen. Also man kann ja auch Journalismus oder Journalistik, Publizistik, Medienkommunikation studieren und eben darüber dann auch in den Journalismus kommen. Es gibt aber auch Leute, die eben was ganz anderes studieren, also sei es Medizin, Wirtschaft oder etwas völlig anderes und trotzdem über einen Quereinstieg dann letztlich später im Leben in den Journalismus kommen, weil sie feststellen, hey, es macht Spaß, über dieses Thema eben zu berichten. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, über Praktika reinzurutschen, also dass man zum Beispiel ein mehrmonatiges Praktikum bei einem Medium macht und dort dann am Ende eben gefragt wird, ob man sich auch vorstellen könnte, vielleicht als freier Mitarbeiter zu arbeiten oder eben sogar direkt in der Redaktion anzufangen. Und der klassischste Weg ist wahrscheinlich das Volontariat an der Stelle. Das ist die Redakteursausbildung, die man sowohl im Fernsehen als auch beim Radio als auch bei Zeitungen machen kann. Ist das schwierig, da einen Platz zu bekommen? Das kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt zum Beispiel öffentlich-rechtliche Sender, wo man schon sagen kann, das ist schwieriger. Die haben immer sehr viele BewerberInnen. Es gibt aber auch kleinere Produktionsfirmen, wo, das war zum Beispiel bei mir der Fall, ich habe mal in einer TV-Produktionsfirma ein Praktikum gemacht. Und wenn man dem Arbeitgeber auffällt, dann kann es auch gut vorkommen, dass der sagt, hey, möchtest du nicht bei uns ein Volo machen? Ich habe mich damals dagegen entschieden, aus verschiedensten Gründen, unter anderem, weil ich hier die Zusage hatte. Aber das kann auch eine Möglichkeit sein. Und generell, es kommt wirklich aufs Medium an, weil manche Medien auch spezifisch Leute suchen, die eine Fachexpertise haben. Also zum Beispiel, die eine Naturwissenschaft studiert haben. Und es ist eben oft so, dass ein Volo angeboten wird, wenn man zum Beispiel schon einen Bachelor hat. Manchmal auch, wenn man erst einen Master gemacht hat. Und genau, wenn man dann eine Fachexpertise mitbringt und bei einem bestimmten Medium arbeiten möchte, das sich vielleicht auch auf Naturwissenschaften fokussiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man das bekommt. Das ist zum Beispiel auch bei anderen Journalismusschulen ist es eben auch häufig so, dass die eigentlich schon ein Studium voraussetzen. Also die Kölner Journalistenschule ist da insofern anders, weil da eben das Studium integriert ist. Aber meistens ist da sonst immer ein Studium, da wiederum völlig egal, was für ein Studium, aber das ist meistens nicht Pflicht, aber es wird nahegelegt, es schon gemacht zu haben. Jetzt ist es ja so, dass es gibt sehr, sehr viele Plattformen für Journalismus. Also wir haben mittlerweile ja nicht nur Zeitungen oder das Fernsehen, sondern auch Social Media, Instagram, TikTok. Wird man auf diese ganzen verschiedenen Foren vorbereitet im Studium? Ja, also das, was wir hier bekommen, ist schon eine Vollausbildung. Man kann sagen, dass wir hier schon auch einen Fokus aufs Schreiben haben. Aber wir haben immer wieder Module, wo es um Hörfunk und Fernsehen geht und eben auch um Social Media. Wir haben auch Digitalprojekte, wo wir uns aussuchen können, auf welchen Kanälen wir die ausspielen wollen. Wir zum Beispiel haben ein Digitalprojekt auf Instagram gemacht, die Jahrgänge nach uns teilweise auf TikTok und darauf wird man dann individuell vorbereitet, also die jeweiligen Jahrgänge und es gibt immer wieder Module, die eingeschoben werden dazu. Und da muss man natürlich einerseits beachten, welche Inhalte bereite ich für welchen Kanal und für welches Medium wie auf. Das lernen wir und wir lernen auch die technischen Voraussetzungen, also wie schneide ich kurze Videos zusammen oder wie schneide ich Audioaufnahmen zusammen. Und genau, von daher kann man schon sagen, dass wir eine Vollausbildung bekommen für alle Medien, aber es gehört auch immer so ein bisschen privates Interesse, persönliches Interesse dazu, worauf man sich jetzt nachher fokussieren möchte. Also schneidet ihr auch selbst dann eure Sachen? Genau, wir schneiden auch selbst. Also sowohl Audio als auch Video ist drin. Man hat da so ein paar Basismodule, aber wie Charlotte schon gesagt hat, manche haben dann noch mehr Lust drauf als andere, das weiterzumachen. Und was gefällt euch jetzt persönlich jetzt am besten? Jetzt Helge, welches Medium gefällt dir am besten jetzt dem gesehen? Am besten ist es schwierig, weil ich immer so schwanke, aber ich habe schon, glaube ich, ein gewisses Faible für Video entwickelt über die vergangenen Jahre. Mag eben auch total gern Videoschnitt und ich finde es einfach toll, dass man eben mit Bildern manchmal noch viel mehr aussagen kann, als man es mit Worten sagen kann. Aber ich merke auch, dass wenn ich dann doch immer mal wieder ja auch Texte schreibe, es macht einfach total Spaß, die passenden Formulierungen zu finden. So, also in meinem Idealjob würde ich gerne eigentlich beides kombinieren können, also sowohl mit Video als auch mit Text zu arbeiten. Und bei dir, Charlotte? Also ich bin auf jeden Fall hauptsächlich beim Schreiben geblieben, weil auch gerade ich diese Herausforderung mag, so die richtigen Formulierungen für Informationen zu finden, sodass sie auch verständlich sind, aber vielleicht auch so ein bisschen eigene Kreativität reinzubringen. Das kommt auch immer auf die Textform an, wie viel Freiheit man da hat und das ist eben die Herausforderung.
Und was mir aber auch gut gefällt, ist tatsächlich Hörfunk bzw. Podcasten, also was mit meiner Stimme machen und auch dafür so zu formulieren, dass es verständlich ist. Und ja, auch da hat man so einen kreativen Aspekt, weil man eben mit seiner Stimme Informationen besonders transportieren kann und das macht echt viel Spaß. So der typische Alltag, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr seid jetzt irgendwann mit dem Studium fertig, seid dann fertige Journalisten. Und ich stelle mir das immer sehr stressig vor, weil man weiß ja auch gar nicht, was jetzt in der Welt wann passiert. Also es kann ja wirklich von einer Sekunde auf den nächsten einen Krieg ausbrechen, irgendwas. Gibt es denn dann irgendeinen Alltag, den man sich jetzt erstmal so vorstellen kann, dass man irgendwann sagen kann, okay, einen gewissen geregelten Alltag wird es dann schon irgendwie geben? Oder muss man da eigentlich immer sehr flexibel bleiben, Helge? Also ich glaube schon, dass es einen gewissen Alltag gibt. Also es gibt ja immer die klassische Formulierung, dass man eben jeden Morgen zur Arbeit erscheint und nicht weiß, was der Tag bringt. Ich glaube, das stimmt auch zu einem gewissen Teil. Aber natürlich ist es so, dass man schon ja sich irgendwie so seine Nische oder seinen Bereich sucht. Das fängt ja schon durch die Wahl des Mediums an, ob man jetzt bei der Zeitung oder beim Fernsehen arbeitet. Aber eben auch, ob man zum Beispiel dann einen Schwerpunkt auf investigative Geschichten legt, wo man dann eben nicht jeden Tag etwas veröffentlicht, sondern vielleicht mehrere Tage, Wochen bis Monate oder Jahre sogar in einer Geschichte sitzt oder ob man eben tagesaktuell arbeitet und dann eben Pressekonferenzen ganz viel besucht und oder auch direkt mit Leuten in Kontakt tritt vor Ort. Das hängt immer so ein bisschen davon ab und man kann sich auch noch so spezialisieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Wirtschaftsressort arbeitet, dann wird man ja eher seltener über die Gesundheitsbranche könnte auch sein. Genau, aber wenn man zum Beispiel im Sportressort arbeitet, dann wird man eben eher selten über die Spitzenpolitik berichten. So gesehen teilt sich das dann ja auch auf. Okay, und dann nach dem Studium, nach der Journalistenschule, wo kann man dann so als Journalist überall eigentlich so arbeiten? Ja, am Ende wahrscheinlich schon. Natürlich, man spezialisiert sich in irgendeiner Form. Also die meisten, die jetzt beim Fernsehen dann arbeiten, arbeiten eben nicht dann noch bei einer Zeitung parallel, dass man dann schon eben so seinen Schwerpunkt legt. Aber grundsätzlich kann man ja bei allen Medien arbeiten, aber auch Social Media, was ja in den letzten Jahren deutlich mehr an Bedeutung auch zugenommen hat. Es gibt auch welche, die einfach über Blogs oder auch über Twitter oder Ähnliches sich vermarkten. Man kann natürlich genauso gut auch in Unternehmenskommunikation und Pressestellen gehen. Da sind Journalisten auch immer gern gesehen, weil sie ja die andere Seite kennen. Aber es gibt auch viele, die im Journalismus anfangen und dann in andere Branchen wechseln und dann in ganz klassisch in anderen Unternehmen in völlig anderen Stellen arbeiten. Das stimmt. Aber generell als mit Volontariat und mit Ausbildung an der Journalistenschule jeweils wirst du als vollwertige Journalistin angesehen und kannst dich überall bewerben. Ja. Ja, also würdet ihr auch sagen, es hat auch gute Zukunftschancen so, also weil, also ich denke so, dass natürlich jeder wird sich ja weiterhin informieren müssen oder viele Menschen wollen gerne informiert sein über das, was so abgeht in der Welt. Also würde ich auch sagen, das ist so zukunftsmäßig da auch. Ich glaube mittlerweile ja. Also ich glaube, vor noch so 10 Jahren oder so war es wirklich schwierig, weil da irgendwie der Markt so ein bisschen geflutet war, weil eben ganz viele irgendwas mit Medien machen wollten und auch gemacht haben. Aber so wie ich das zumindest jetzt aktuell wahrnehme, ist es schon so, dass die verschiedenen Medienhäuser suchen eher die Journalisten und wollen eben auch, dass Leute sich bewerben. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man halt bei einer Ausbildung oder einem Volontariat weiß, da wird wirklich das Handwerk vermittelt und diese Problematik Fake News und Verschwörungstheorien und so weiter, was jetzt in den letzten Jahren aufkam, da braucht man eben wirklich Spezialisten, die wissen, wie überprüft man Fakten oder welche Quellen muss ich heranziehen für meine Recherchen und da ist es manchmal einfach wichtig, ein bisschen Fachwissen im Hintergrund zu haben, weil natürlich kann jeder Informationen googeln und auch irgendwie was aufschreiben, aber ich glaube, dann geht es vielen Medienhäusern auch irgendwie um die Seriosität der Ausbildung. Okay, dann schon mal vielen Dank. Jetzt würde ich gerne noch für die Zuschauer einmal wissen, was würdet ihr jetzt jemandem raten, einem unserer Zuschauer, der sagen würde, ja, er würde sich jetzt sehr für Journalismus interessieren, jetzt bald Abitur machen und genau, wie könnte man jetzt anfangen? Also generell, wenn du schon ganz fest weißt, dass du Journalistin werden möchtest, dann kannst du dich theoretisch direkt bewerben auf der Journalistenschule oder dir ein Studienfach suchen, wofür du dich besonders interessierst, wo du weißt, darüber möchte ich später schreiben. Und dann könntest du danach zum Beispiel dich für ein Volontariat bewerben und generell neben dem Studium schon mal bei einer Zeitung frei arbeiten, kann ich auch sehr empfehlen. Genau.
Genau, gerade auch wenn irgendwie da, wo du wohnst, eine Lokalzeitung, Lokalradio oder irgendwie so etwas, wenn man da einfach zum Beispiel mal ein Praktikum machen kann, das ist immer super, weil man da, man kriegt dort sehr den Alltag mit und ich glaube auch als Praktikant oder Praktikantin wird man sehr schnell richtig gut eingebunden und kann eben auch den Alltag im Journalismus wirklich kennenlernen und letztlich daran dann auch zum Beispiel merken, ob das wirklich was für einen ist. Und wenn es etwas für einen ist, dann würde ich sagen, machen. Dann danke für eure Zeit. Und ich sage auch an der Stelle vielen Dank bei euch zum Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal und schreibt uns auch mal gerne, ob euch das Format heute mal mit zwei Gästen so gefallen hat und welche Wünsche ihr noch hättet für unseren nächsten Gast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!